Hallo, schön, dass ihr einschaltet. Ich habe wieder eine Botschaft an euch. Und zwar suche ich .NET-Entwickler, WPF-Entwickler, und zwar für das Projekt, was ich letztes Jahr gezeigt habe. Ich habe für meinen Bruder Werner eine Software entwickelt. Das heißt, der ist schwerbehindert und mit einer 3D-Kamera war es dann möglich, dass er dann mit uns Menschen kommunizieren konnte. Ich blende dazu einfach nochmal das YouTube-Video ein. Ihr könnt auch direkt auf YouTube das nochmal anschauen, wenn ihr das nicht kennt. Und zwar habe ich geplant, dass im Februar, Anfang März, ein Event, ein Hackathon stattfindet, am Wochenende. Und zwar sitzen wir dann alle zusammen in einem Raum und entwickeln dann gemeinsam an der Lösung weiter, so dass wir gemeinsam etwas verändern können. Und für Pizza und Bier ist gesorgt. Intel sponsert das Catering. Nochmal ganz vielen Dank, finde ich richtig cool. Und wann das genau, an welchem Wochenende stattfinden soll, das müsst ihr mitentscheiden. Dazu werde ich eine Doodle-Umfrage starten. Der Link ist dabei, einfach ausfüllen, mitmachen. Und wer eben auch noch fest dabei sein möchte, mir bitte eine E-Mail-Adresse schicken. Und ja, das ist halt die Gelegenheit, wo wir mit unserem Können wirklich was richtig Gutes machen können. Weil, ja, man kann 5 bis 20 Euro spenden, dann passiert irgendwas mit dem Geld. Das heißt, man macht was Gutes, aber hier haben wir halt wirklich die Gelegenheit, mit unserem Können etwas zu verändern. Und das macht ihr am Ende auch nicht für mich, sondern das macht ihr auch für andere Menschen da draußen, die auch das Recht haben, mit anderen Menschen kommunizieren zu können. Und weltweit. Ob es Indien ist, ob es Deutschland ist, Amerika, egal wo, weltweit, soll es möglich sein. Und wenn ihr nicht könnt, dann wäre es toll, wenn ihr mir vielleicht helfen könntet, indem ihr vielleicht das Video teilt oder andere Entwickler anfragt. Wichtig wäre, es geht um .NET, WPF, Intel RealSense, Kinect werden wir auch nochmal dazu nehmen. Und dann habe ich noch von Tobi so ein Eye-Tracking dabei. Das wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir vielleicht sogar mehrere Kameras unterstützen könnten. Umso einfacher ist es natürlich auch. Dann vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Und wer noch weitere Infos haben möchte, auch zu dem Projekt, ich habe extra auf Facebook Gruppen angelegt. Die Gruppe heißt Projekt Werner. Ganz genau, habe ich eigentlich ganz vergessen zu erwähnen. Die Community hat ja gemeinsam entschieden, wie der Name lauten sollte von der Software, und das war Werner. Und das ist eine Namenskombination, das heißt Werner Face to Speech. Und ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich bin schon gespannt, wer alles dabei ist. Ich freue mich auf jeden Fall, es wird ein ganz tolles Wochenende mit sehr viel Coding.